Ich habe versucht, immer irgendwie einen Plan zu haben von dazu und dann guckt man, setzt man sich Ziele, was man machen will, was einen interessiert. Und da passieren sicherlich auch Dinge, die dann nicht funktionieren, ne? Wo man sagt, das ist jetzt doch nicht meins. Aber dann geht man halt zum nächsten über. Und wenn man das über Jahre macht, gewinnt man auch eine gewisse Gelassenheit, weil man weiß, was man natürlich zu leisten imstande ist. Man hat ganz viele Kontakte, die einem im Zweifel auch zur Seite stehen. Die müssen sich Ideen für ihr Leben suchen und Hobbys oder eigene Neigungen versuchen zu ergründen. Man muss versuchen, auch den Anspruch zu haben, auch selber was zu bewegen. Ne? Und das fehlt den meisten jungen Leuten heutzutage. Die sind alle zu bequem heutzutage. Und da geht natürlich auch die Kreativität irgendwo verloren, zu gucken, was will ich denn überhaupt. Wichtig ist, dass man was findet, was einem, das ist ja ein Berufsleben, das ist nun mal kein Urlaub, ne? Es soll aber eben Spaß machen. Und dann muss man irgendwann den Anspruch haben, selber was wirklich auf die Beine zu stellen, auch wenn da jetzt nicht gleich was hinten Zählbares rauskommt. Also auf jeden Fall auch Dinge verkehrt machen, das bleibt nie aus. Daran wächst man ja letzten Endes auch. Wenn er den Plan hat, dann geht das los und dann können auch Dinge schief gehen, aber es kann eben nicht mehr so viel schief gehen, als wenn man gar nichts vorbereitet hat an der Stelle. Ne? Und dann muss man sich halt überwinden und dann auch losmachen.